reden wir darüber, was dieser zweite Corona-Herbst für Deutschland bedeutet. In Berlin bin ich verbunden mit dem Co-Vorsitzenden der AfD, mit Tino Chrupalla. Chrupalla, Grüße in die Hauptstadt. Wenn wir das richtig gelesen haben, beginnen wir bei Ihnen persönlich. Waren Sie kürzlich Teil der vierten Welle. Was hat das mit Ihnen gemacht? Ja, ich war infiziert, ich hatte leichte Symptome und bin seit letzter Woche wieder genesen. Wie schauen Sie denn nach Ihrer Genesung auf die Corona-Pandemie? Ja, was wir jetzt erleben, hauptsächlich auch was Entscheidungen der Bundesregierung, aber auch zum Beispiel der Landesregierung in Sachsen ja voraussagen, ist, dass hier wieder mit einer Panik begonnen wird, dass man wieder um sich schlägt mit Ausgrenzung vor allen Dingen von Personengruppen, die nicht geimpft sind, dass man die Gesellschaft weiter spalten will. Und das ist das, was wir kritisieren, dass man aus den Fehlern auch nicht gelernt hat, dass man sogar in dieser Zeit im letzten Jahr Krankenhausbetten abgebaut hat weiterhin und sogar Krankenhäuser wie in Sachsen geschlossen hat. Also dass man hier auch personalmäßig nicht aufgestockt hat, weil das ist ja das Hauptproblem. Nicht bloß die Bettenanzahl der Intensivbetten wurde reduziert, sondern dass auch Personal nicht ausreichend vorhanden ist. Und da fragt man sich, wo ist eigentlich die Offensive, was neues Personal gerade im Pflege- und auch im Krankenhausbereich angeht, wo ist das eigentlich hingegangen, warum ist da nichts passiert? Das ist das absolute Versagen der Bundesregierung und auch der Landesregierung. Ja, nun haben wir einen Wechsel in der Bundesregierung und es wird auch da neue Punkte geben. Tatsächlich wird auch der neue Deutsche Bundestag, der sich ja konstituiert hat, in dem Falle jetzt dann ohne Ihre persönliche Anwesenheit, wird jetzt erst in Kürze, in nächster Woche beraten über die Fortsetzung der epidemischen Lage. Das ist ja so nicht vorgesehen durch die künftigen Ampelkoalitionäre, aber trotzdem braucht es eine Antwort auf diese vierte Welle. Dem würden Sie zustimmen. Ja, die Antwort könnte man dahingehend gehen, dass man natürlich sagt, gerade was Krankenhäuser, was aber auch Altenheime angeht, dass man wieder mit Testen beginnt und auch weiter dieses Testen ausweitet. Das ist natürlich durchaus wichtig und dass vor allen Dingen diese Tests auch kostenlos angeboten wird, dass man hier nicht die soziale Spaltung auch in diesem Bereich weiter vorantreibt. Das ist, denke ich mal, wichtig und natürlich auch immerhin den Fokus auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung lenkt. Die Bevölkerung ist sensibilisiert, aber jetzt zum Beispiel auf 2G umzuschwenken. Viele haben sich, wie wir es in dem Bericht ja gerade gesehen haben, auch eingerichtet. Viele Unternehmen haben sich darauf eingerichtet, auch Wirtshäuser, die Gastronomie, die Hotellerie. Jetzt auf 2G umzuschwenken, ist wirklich katastrophal. Man bringt wieder Panik hinein und verunsichert die Bevölkerung. Und nochmal, man spaltet die Gesellschaft in Ungeimpfte, Genesene. Ja. Weil wir wissen ja mittlerweile, dass auch die Impfung eben durchaus nicht überall wirkt. Und dass es mittlerweile eine große Anzahl von 30-40% Impfdurchbrüchen auch gibt. Apropos Impfen, Sie selber hatten diese Frage bisher unbeantwortet gelassen. Das heißt, ein Impfdurchbruch war das bei Ihnen nicht? Ich lasse die Frage auch weiterhin unbeantwortet, weil das, wie gesagt, meine private Entscheidung ist, ob ich mich impfen lasse oder ob ich mich auch impfen lassen werde. Und das sollte auch jeder für sich entscheiden und das beantworte ich auch nicht. Herr Chrupalla, in Ihrem Heimatbundesland, weil Sie gerade so ein bisschen auf die 2G- und 3G-Regel abgehoben haben, gibt es ja morgen dann eine Entscheidung des sächsischen Kabinetts darüber, dass man mutmaßlich 2G zum Standard machen will, zumindest für bestimmte Bereiche. Im Grunde genommen kann es ja nicht sein, dass eine Landesregierung einfach nichts tut. Also etwas tun ist doch besser als gar nichts tun. Ja, aber mit Augenmaß und vor allen Dingen nicht mit Panik. Was hier betrieben wird, ist Panik und vor allen Dingen ist es rechtswidrig. Die 2G-Regel, und das sagen viele Juristen, ist rechtswidrig, verstößt gegen das Grundgesetz, weil man hier Personengruppen ausschließt. Kann man ja dann juristisch angreifen, kann man ja dann einfach austesten, wo man landet. Herr Chrupalla, tatsächlich gibt es Bereiche, wo es sensibel wird. Sie haben gerade die Pflegeheime angesprochen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben in mehreren Bundesländern, Schleswig-Holstein, aber auch Brandenburg, massive Todesfälle gehabt und dann auch tatsächlich noch einmal die Belege durch die Amtsärzte, dass zum Teil nur 50% der Mitarbeiter dort geimpft werden. Da wäre doch eine Impfpflicht dann angemessen. Also nochmal, weil Sie erst sagten, das muss man austesten, auch juristisch. Also ich halte das Grundgesetz nicht für austestbar auf der juristischen Ebene. Also das Grundgesetz gilt für alle und auch die Freiheits- und Grundrechte gelten für alle. Sowas kann man nicht austesten, sowas muss man juristisch vor einer Entscheidung treffen und auch abwägen. Und natürlich müssen die vulnerablen Gruppen geschützt werden, Krankenhäuser geschützt werden, aber ich halte auch hier nichts von einer Impfpflicht. Nochmal, Impfen ist die Eigenverantwortung eines jeden Bürgers und wer sich impfen lassen möchte, wer sich dadurch einen Schutz verspricht, der soll das gerne tun. Aber eine Pflicht halte ich für grundsätzlich schwierig und auch für grundgesetzlich für unverantwortlich. Das heißt, Sie setzen auf die Vernunft jedes Einzelnen und setzen auch darauf, nur dass wir Sie da noch mal präzise verstehen an der Stelle, Sie haben das Testen angesprochen, vor allen Dingen das kostenlose Testen. Beziehen Sie das jetzt ausdrücklich auf die Pflegeheime oder soll das für alle wieder kostenfrei sein? Ziemlicher Kostenfaktor, ne? Klar. Ja,
Gut, das Impfen ist auch ein Kostenfaktor. Also ich halte die Testpflicht oder beziehungsweise das Testen in Pflege- und Altenheimen und auch in Krankenhäusern für durchaus angebracht. Das ist durchaus ein probates Mittel. Aber nochmal, auch hier der Test für alle. Denn wir sehen ja, dass mittlerweile auch Geimpfte an Corona infizieren sich können, auch an Corona erkranken, aber auch Corona weiter verbreiten können. Also müssen auch diese theoretisch bei diesen vulnerablen Gruppen, aber auch bei Krankenhäusern, bei alten Pflegeheimen, auch dort einer Testpflicht unterliegen. Ja, Herr Krupala, noch mal letzter Punkt für uns beide. Nächste Woche Deutscher Bundestag, Plenarsitzung. Die FDP hat sich dafür ausgesprochen, die 3G-Regel im Plenum fortsetzen zu wollen. Würde das bedeuten, sozusagen Teile der AfD-Fraktion dann wieder auf den Besuchertribünen? Ja, wir werden definitiv gegen diese 3G-Regel stimmen im Bundestag nächste Woche. Dann vielen Dank für dieses Gespräch. Tino Krupala war das, gerade genesen von Corona, der Co-Vorsitzende der AfD. Danke nach Berlin. Sehr gerne.